Darf ich euch eine Rose geben? Warum? Jawohl, genau. Ja, ich bin YouTuber und verteile so Rosen. Genau, und deshalb dachte ich so, das wäre eigentlich super. Okay. Und dann noch mit ein paar schönen Sätze so. Und das wird dann aber auf YouTube dann auch gestrahlt. Oh mein Gott. Für Muttertag. Abi istersen kalabilirsin. Sen kal, sen kal, aynen. Hatta böyle daha güzel. Oh, darf ich euch kurz stellen? Guck mal, ich hab wunderschöne Rosen. Ich hab wunderschöne Rosen. Für Muttertag. Nee, wir sind keine Mütter. Ich weiß, gerade deswegen. Gerade deswegen. Nee. Und was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann hier, ja, Mann ist Discord, ja, Mann ist überall, ihr wisst Bescheid. Heute haben wir den 8.5. Was für einen Tag haben wir heute? Dreimal dürft ihr überlegen. Heute ist Muttertag. Und jetzt eine andere Frage. Was war mein erstes Video auf meinem YouTube-Channel, liebe Freunde? Wenn einer von euch das herausfindet, soll bitte unter diesem Video das, was ihr herausgefunden habt, sofort kommentieren, ich bin der Erste. Und dann werde ich so eine Verlosung machen. Er wird dann von mir, ja, 50 Euro Amazon-Gutschein kriegen. Ja, hau ich raus. Ich hau einfach mal jetzt irgendwas raus. Es ist ja nicht nur immer geben, geben, auch nehmen und geben. Ja, so, auf jeden Fall, liebe Freunde. Heute haben wir uns überlegt, vielen lieben Dank auch für den Floristiken. Der hat uns 10 Rosen zur Verfügung gestellt. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Die kommen aus Hanau, so in die Richtung. Der heißt Dennis. Ich danke dir, Bruder, jetzt vielen lieben Dank. Ja? So, auf jeden Fall, wir wollen heute Mütter Rosen verteilen. Auf Jamans und Repokrabs Nacken. So, ich dachte mir, ey, jedes Jahr Muttertag-Video bei mir ein Muss. Damit habe ich ja auch angefangen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar darüber. Und dachte ich, okay, wir ziehen es jetzt wieder durch. Und so wie immer. Hoffen wir nächstes Jahr wieder. Ne? So, also, wir werden einfach die Rosen verschenken an Mütter und 1 bis 2 schöne Sätze von denen so hören, ja, wie sie sich so fühlen und wie es so ist halt an Muttertag. Ne? Und das war's dann eigentlich auch. Ansonsten abonniert unser Kanal weiter. Wir wachsen, wir sind fast 1K, liebe Freunde. Ich freue mich schon drauf, riesig. Aktuell sind wir, glaube ich, auf 900 irgendwas. Richtig nice. Vielen lieben Dank, ich liebe euch. Ihr seid wirklich die Besten. Und auf jeden Fall, liebe Freunde, wir werden immer größer, wir werden immer größer. Und viele von euch haben auch wegen dem Merchandise-T-Shirts uns angefragt. Ich bin gerade dabei, mit meinem Bruder zusammen zu machen, liebe Freunde. Wir sind gerade dabei. Einen werden wir auch irgendwann in Zukunft dann auch auslosen. Und Rest könnt ihr dann in unser Online-Shop, Dev-Shop, auch das erwerben. Ne? So, es gibt dann halt verschiedene, zum Beispiel Hashtags wie auf jeden Fall. Dann gibt es Hashtag wie Repograf. Dann gibt es Hashtag Jammern ist die Squad. Oder wenn euch was einfällt, von mir aus, von meinen Videos, was ihr immer so, ne, mich da so in diese Richtung eigentlich feiert, ja, weil ich ja der Jammern bin, der wo so ist, könnt ihr auch kommentieren mit Hashtags. Auf jeden Fall, genau, macht es mal. Ja, und ey, ich habe wieder zu viel geredet, ihr könnt mich mal. Auf jeden Fall. 1000 Mal auf jeden Fall erwähnt. Dazu werde ich auch noch kommen. Was ich noch sagen wollte, ich muss unbedingt einen guten Freund von mir, der wohl jetzt zurzeit in der türkischen Bundeswehr ist, für 12 Monate, ich soll die Mama grüßen und das werde ich jetzt auch machen. Es war also ein Wort und ein, also ein Mann, ein Wort, auf jeden Fall. Gestern war lange Nacht, ja. Deswegen, liebe Freunde, bitte nicht übel nehmen, wenn ich so ein bisschen komisch drauf bin heute oder meine Stimme. Aber so, das ist die. Also, liebe Grüße an Fadime Heiter aus Krefeld von dem Sohn Enes. Also, Fadime Heiter, anneler günün, kutlu olsun. Hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Alles Gute zum Muttertag. Ich wünsche dir nur das Beste, viel Gesundheit. Ich hoffe, dass du mit deinen Sohn und Söhne oder Kinder
bis ewig zusammenlebt, mit Gesundheit natürlich, sehr, sehr wichtig. Und ich grüße dich hier aus dem guten Mannheim, Monnem, die Fadime Heiter aus Krefeld, von ihrem Sohn Enes, der wo jetzt aktuell gerade in der Bundeswehr ist. Und Enes, ich wünsche dir auch alles Gute, Bruder, in der Bundeswehr. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib fit. Und ansonsten, ja, pass auf dich auf, wirklich. Liebe Grüße von hier, Enes. Und ansonsten würde ich sagen, peace out. Ja, Mann, ist die Squad. Jawohl. Ja, Mann, jetzt suchen wir uns die Leute aus. Wir sind jetzt gerade in Little Istanbul, liebe Freunde, Mannheim. Falls ihr Mannheim nicht kennt, es ist Little Istanbul. In Mannheim ist immer was los. Und ja, kommt einfach vorbei. Hier gibt es wirklich gut zu essen. Hier gibt es sehr gute Klamottengeschäfte. Und Multikulti-Stadt halt, von jedem etwas. Jetzt suchen wir ein paar Passanten aus. Hi, hallo, hi, ja, wir haben ja schon die erste, ja. Wir haben schon unsere erste Mutter gefunden. Ja. Darf ich so sagen? Ja. Deine Mutter? Okay. So, wie geht's dir, was machst du? Gut, und selbst? Auch gut, super. Woher kommst du her? Aus Frankenthal. Aus Frankenthal. Mhm. Okay, was machst du heute so Schönes? War mit den Kindern unterwegs, mit meinem Sohn und seinem Freund. Ja, super. Wo wart ihr? Auf der Mannheimer Messe. Mannheimer Messe. Mhm. Nice, freut mich. So, ich würde dir jetzt gerne eine Rose geben, oder? Du kannst sie sogar aussuchen. Johann, such dir für mich eine aus. Okay, such mal eine aus, Johann. Komm. Eine schöne Rose, such mal eins aus. Ich würde sagen eher die hier. Sind alle gleich aus. Ja, aber die schöner, das brauchen wir. Eigentlich sind alle schön. So, jetzt gibst du die Rose deiner Mutter. Dankeschön. Jawohl. So, warum? Weil wir heute Muttertag haben. Ja? So, und wie ist es eigentlich für dich so? Ist Muttertag für dich so jeden Tag oder nur heute? Nein. Warum nicht? Ich gucke mir so Videos immer ganz gern an, aber, ja, ich denke, aber zum Glück hat mich noch keiner angesprochen. Ja, okay, jetzt bin ich der Erste. Alles hat seine guten Dinge, ja, würde ich sagen. Ich jetzt sagen. Also so schnell, so spontan bin ich auch wieder nicht. Also ich mache es ganz einfach und schlicht. Ja? Du kannst schon mal einschalten. Es geht ruckzuck. Es geht ruckzuck. Ich suche mir jetzt eine schöne Rose aus. Nein, Mutter sein hat viele Definitionen. Ja, zum Beispiel eine? Kurze. Schutz, Liebe. Schutz, jawohl. Vieles. Alles eigentlich im Prinzip. Jeder Schritt, jeder Atem, jedes. Okay. Ja, alles eigentlich. Okay, cool. Ja, schön. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich mache das mit jedem. 1, 2, 3, ja, Mann, ist die Squad. 1, 2, 3? Ich würde 1, 2, 3 sagen, du sagst nur, ja, Mann, ist die Squad. Ja, Mann, ist die Squad. Jawohl. Okay, so. 1, 2, 3. Ganz gut. Ganz gut, okay. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Silke. Silke, alles klar. Siezen, duzen? Wir können duzen. Alles klar, super, freut mich. Und so, heute ist erstmal Muttertag. Ja. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich denke, wir sagen du. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, danke. Und viel Gesundheit. Danke. Und schöne Zeit mit deiner Familie. Ja, danke schön. Und dafür würde ich dir gerne erstmal eine Rose schenken. Ja. Das ist von höchstpersönlich von Jammern aus. Und dafür würden wir aber gerne so zwei schöne Sätze von dir hören, wie man sich so fühlt, so als Mutter. Mhm. Ja. Ja, ist schwierig zu sagen, aber genau. Vor allem, wie viele Kinder? Zwei. Zwei. Tochter, Sohn oder? Ein Sohn, eine Tochter. Okay, beide wie alt? Älteste? Oh Gott, muss ich immer, 32. 32? 31. Ich bin gestern geboren. Echt? Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Also gut, 33 und 31. Ja, okay. Cool. Ja, super. Aber Sie sehen wirklich, ich würde sagen, eigentlich wie Freundin oder wie, ja, wirklich wie große Schwester. Ja, wirklich. Und übrigens auch wunderschöne Augen. Muss ich immer wieder erwähnen. Ich mache gerne Komplimente. Viele von euch wissen es. Und auf jeden Fall, ja, erzähl mal so ein paar schöne Sätze für die ganzen Zuschauer so da draußen. Also alles verändert sich, wenn man ein Kind bekommt. Das ist einfach so. Im guten Sinne oder im schlechten Sinne? Im guten Sinne. Okay. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Das ist einfach so. Ja. Und dann hat sich alles geändert. Dann hat sich alles geändert, natürlich. Das bleibt auch so. Ja, finde ich schön, super. Und wie ist es so, sollen die Kinder jeden Tag so als Mutter das Ganze einschätzen oder soll das halt einmal im Jahr so sein? Och, ich glaube... Das mit dem Muttertag. Ist das eher so eine Verkaufsmasche oder...
Ich glaube mittlerweile schon. Ja? Ich glaube schon. Aber wenn man ein gutes Verhältnis hat, ist es jeden Tag, Muttertag. Ja, da auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich mache das mit jedem. Das war's schon. Ja, alles klar. Ich würde dann aber sagen, wir sagen das Wort, ja Mann, is this Wort. Das ist so mein Slogan, das mache ich mit jedem. Und das blenden wir dann aber auch immer so am Ende so ein. Mhm. Ich zähle dann bis drei, gucken in die Kamera und sagen 1, 2, 3. Ich werde das sagen. Ja, Mann, ist Discord. Okay? Wie heißt es? Ja, Mann, ist Discord? Ja, Mann. Perfekt. So, 1, 2, 3. But I don't give a fuck, I keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So liebe Freunde, arkadaşlar şimdi sırada bir Türk ailesine rastladık. Şimdi onlara güzel bir çiçek vereceğiz. Anneler günü diye. Bu arada da bütün anneler günü tekrardan kutlu olsun. Allah herkese sağlık sıhhat versin. So. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Nuray Bozan. Nuray Bozan. Ben Erdinç. Çok memnun oldum. Manheim'de mi kalıyorsunuz, Manheim'de mi geliyorsunuz yoksa? Yok, Manheim'de kalmıyoruz. St. Leon Road'da yaşıyoruz. Evet, ama yakın buraya. Yakın. Aynen. Halbuki yakın. O oldu. Evet, anneler gününde şu an herhalde geziyorsunuz. Aynen, çocuklarım da burada ama kaçtılar evet, şimdi. Kaçtılar. Kamerayı görünce kaçtı. Şurada evet. Bak, kamerayı çevirirsen görürsün şu tarafta oturuyorlar. Sıkıntı yok. Aynen. Birlikte yemeğe geldik, evet. Biraz dolaşalım dedik. Çok birlikte güzel. Geçirelim dedik günümüzü. Çok güzel, çok güzel. Aynen. Abi siz durum falan, vaziyet ne hissediyorsunuz, nasıl, iyi mi? Ben öncelikle eşimin, sonra evet. Bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben de bu arada tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu arada madem konu açılmışken ben de hemen bir kutlayayım. biz herkese sokakta annelere 10 tane anne seçiyoruz. Okay. Ve çiçek dağıtıyoruz. Tamam. İstersen seçebilirsin, istersen ben seçeyim vereyim. Nasıl isterseniz. Tamam. Şöyle yapalım. Aynen. Gönlümden aslında bütün çiçek vermeyi kopuyor. Çünkü anneler her şeye bedeldir. Teşekkür ederim. Şöyle yaparsak bir saniye. İkili herhalde. Aynen. Ha şurada. Şunu da alabiliriz. Aynen. Şöyle buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Evet. Peki. Evlatlarınızdan bir gün hiç böyle bir herhangi bir çiçek falan veya bir hediye aldınız mı? Evet. Çiçek aldım. Çiçek aldınız. Evet, çok aynen. Güzel. Bir sorum daha olacak, çok ufak. Sizce her gün mü anneler günü yoksa senede bir kere mi olmalı? Bence zaten her gün anneler günü. Yani annelerin şeyi ödenemez. Evet. Yani hakkı. Fedakarlığı, hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Hani her gün anneler günü bizim için. Çocuklarımız iyi olduğu müddetçe. Hani... bizim için yani her gün güzeldir. Evet. Yeter ki onlar iyi olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, çok güzel sözler bunlar. Baştan öncelikle ikinizden de çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum ve tekrardan anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de yayının için başarılar teşekkür diliyorum. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de sizden bir ricam olacak. Ben bunu herkesle yapıyorum. Burada Yaman is this quote yazıyor. Tamam. 3'e kadar saydıktan sonra bunu hep birlikte üçümüz söylersek kameraya bakarak sevinirim. Olur mu? Okay. Olur tabii. Oldu. O zaman önce bir prova alalım. Yaman is Yaman the squad. Yaman is the squad. Aynen. Yaman is the squad. Ha süper abi. Vallahi ya abi bazıları var öyle bir diyorlar ki bunu yanlış da algılayabiliyorlar. Kimisi diyor Yaman is the god diye. Annemler dedi ki oğlum dedim millete sen ne dedirtiyorsun? Anne dedim öyle bir şey yok ya dedim. Dilleri dönmüyor dedim o kadar dedim. Yani o zaman 3'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3. So liebe Freunde, wir haben jetzt unsere nächste Familie da. Mütter mit maşallah 1, 2, 3, 4 Kinder. Elhamdülillah. So und jetzt wollen wir erstmal die kennenlernen. Ja? Wir haben einmal den Haydar. Haydar, memnun oldum. Sağ olun. Kuada. Wie ne? Kuada. Kuada, maşallah. Sehr schöner Name. Wie heißt ihr? Alan. Alan. Mustafa. Mustafa. Aylin. Aylin und die kleine Helin. Prinzessin Helin. Maşallah. So, also wir haben heute Muttertag. Genau. Und ich möchte euch, wir haben euch ausgesucht, weil maşallah sehr schöne Familie. Danke Ihnen. Und würde gerne euch eine Rose geben, natürlich die Prinzessin von der Familie. Die Königin ist die Mama hier. So. Und jetzt würden wir gerne so ein paar schöne Sätze hören. Natürlich. Wie fühlen Sie sich als Muttertag? Sollte Muttertag immer so sein?
Oder ist jeden Tag Muttertag für dich? Oder nur einmal? Türkçe'de konuşabilirim. Evet, sizce Muttertag, anneler günü her gün mü olmalı yoksa senede bir kere mi? Yok, her gün olmalı. Annelerin hakkı ödenmez evet, çünkü. Annelerin evet. hakkı ödenmez ve ayaklarının altında cennet var. Tabii cennet ki. Var. Evet. Aynen. Aynen abicim. Peki siz annenize de hediye verdiniz mi? Keşke kalsaydı. Kaybettim, ya. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur Zerresin inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Tabii evet. zaten her sene. Burada değil zaten memlekette. Memlekette. Wir waren immer dort. Natürlich. Also ich, wir sind extra wegen Sie nach Heimat. Ich bin extra aus dieser Land verlassen. Zurückgegangen nur wegen meiner Mutter. Maşallah. So lange, dass sie gelebt hat, wir waren zusammen. Danach bin ich wieder zurück. Ja, sehr schön abi. Das ist doch leben. O zaman şükran. Erstmal. Danke Ihnen auch. Und zweitens, ben bunu herkesle yapıyorum. Bunu söylüyoruz ailece. Yaman is this quote diye. Yaman is this quote. Is bu this benim quote. Aynen sloganım. Yaman is this quote. Ha, süper abi. Yaman. O zaman kameraya bakıyoruz. 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3. Yaman is this quote diyeceğiz. Yaman tamam. is this quote. Aynen abi. Tamam mı? Yaman. Okey. 1, 2, 3. So, Bruder, Pause. Der Jamann ist jetzt gerade verhindert. Deshalb habe ich jetzt den Kanal übernommen. Und weiter geht's. Jamann. Juliet. Juliet, sehr schöner Name. Joshua. Joshua. Und Jerome. Und Jerome, oh, sehr schöner Name. Bist du Boxer? Nein. Fußballer? Fußballer, ja. Fußballer, sehr gut. Welcher Verein? Eintracht, das Eintracht in Bielefeld. Oh, sehr gut. Spielst du auch schon Fußball? Ja. Ja, super. Und was macht dein Bruder? Ich spiele auch Fußball. Auch Fußball? Ja. Selbe Verein? Ja, im selben Verein. Okay. Habt ihr, was für einen Tag haben wir eigentlich heute? Muttertag. Heute haben wir Muttertag, ja. Okay. Habt ihr schon an eure Mutter was geschenkt? Nein, ich habe nur gratuliert. Hatte sie nur gratuliert, aber ja. keine... Sag doch einfach, ich bin der größte Geschenk eigentlich für meine Mutter, oder? Ich bin der größte was? Größte Geschenk. Du bist aber eigentlich geschenkt sozusagen für deine Mutter. Oder? Vielleicht. Ja, oder auch nicht. Bist du. Ja, ist er? Bist du. Ist er auch ein sehr, sehr lieber? Doch, der bemüht sich. Bemüht sich? Ja, doch. Der regt dich nicht auf oder so? Nee. Okay. Und heute besonders. Ja, hat er heute sich bemüht. Sehr schön, sehr schön. Und ich werde euch jetzt eine Rose geben. Ja? Und dann gibst du deiner Mutter schön eine Rose und sagst, Mama, es ist für dich, nur für dich. Du bist die beste Mama auf dieser Welt. Okay? Okay. Okay, so. Dann suchen wir eine aus. Ich würde sogar sagen, da, die ist doch sehr schön. So, das ist jetzt einmal für Mama und du wirst dann halt von Mama schön eine Rose geben. Du kannst gerne auch kommen. So, Mama so, genau. Und jetzt gibst du Mama und sagst Mama so und so, alles Gute für Muttertag. Danke Mama, dass du meine Mutter bist. Ich bin froh, dass du, ja, ich bin froh, dass du mich geboren hast. Aber warte, bist du wieder lauter? Bisschen lauter? Dass du mich geboren hast. Oh, sehr schön. Also auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Danke. Du auch. Komm, mach alles Gute. Du bist besser auf der Welt und es kommt kein Mädchen. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön. Ah, ja, das ist wirklich. Also ich habe Gänsehaut. Und an. Du hast Tränen. An der Stelle, ich wünsche wirklich alle Mütter auf dieser Welt, die sind was Besonderes und alles Gute. Und für mich oder für uns, ja, ist jeden Tag Muttertag, nicht nur heute. So, würde ich sagen. Ich würde mich auch bei euch viel bedanken. Und eine Frage habe ich auch noch. Das machen wir mit jedem. Ich zähle immer so vor der Kamera bis 3 und dann sagen wir, ja, Mann, is this squad. Okay? Okay. Und dabei schauen wir dann aber in die Kamera. So. 1, 2, 3. Danke. Gerne. Ich grüße Juan Pablo Kruse und Dicken Ozzy. Okay. Habt ihr Instagram? Wollt ihr vielleicht Instagram loswerden? Nein. Okay, gut. Okay, vielen lieben Dank. Dankeschön, ja? Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Jawohl, das freut mich. Das wollte ich. Das hat mir gefallen. Jeder Tag ist Muttertag. Jawohl. Nicht nur heute. Heute. Jawohl, ja. So sieht's aus. Vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön. Danke, Leschwart. Ciao. Wie bitte? Bruder, nur Mütter kriegen heute, ihr wisst. Bruder, hättest du schon vorher machen sollen. Das glaube ich dir, aber jetzt gehst du zu deiner Mutter hin und schenkst komplette Rosen.
Wir sehen uns, Adi. Warte. Bruder, mach du besser, bevor ich kaputt. Interview, Bruder. Guck mal. Der YouTuber ist da, der Ja-Mann, der Ja-Mann. Ja-Mann! So, jetzt. So, perfekt. Bleib so viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, richtig gut. Ja, Mann, sag ihm doch mal was, Alter. Gleichzeitig, halt. Jawohl. Schönen guten Abend, Leute. Schönen guten Abend, Leute. Ich wünsche allen Müttern alles Gute zum Muttertag und Gesundheit wünsche ich denen und viel Erfolg im Leben und glücklich sein mit Familie, und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Erfolg in Zukunft. Hast du schön gesagt. Dankeschön. Warte. Ah, jetzt kommt. So. Wie heißt du? Ich heiße Behar Hoca. Okay, Muttertag. Hast du schon deine Mutter was geschenkt? Ja, die kann man nicht mehr schenken. Die ist seit 30 Jahren tot. Okay, mein Beileid, Bruder. Möge sie inshallah ins Jannet. Amen. So, abgesehen davon, Bruder, was denkst du, was ist für dich Muttertag? Ist Muttertag ein Tag oder jeden Tag? Jeden Tag. Warum jeden Tag? Weil wenn du Mutter in der Nähe hast, hast du ihr Arom, hast du ihre Seele neben und du hast ihre ganzen Gefühle. Okay, also Mütter sind was Besonderes. Genau. Sehr Besonderes? Sehr Besonderes. Okay, und sollte man die Mütter schätzen? Sehr viel. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir aileye daha geldik. Ondan sonra yavaş yavaş zaten sonlarına doğru geleceğiz. Zaten çiçeklerimiz de bitti üzere. Evet. Öncelikle bir annemizi tanıyalım. Merhaba, Hazal. Merhaba. Ben. Hazal, memnun oldum. Hazal Hanım diyeyim. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ayrıca anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, çok mersi. Allah size sağlık, sıhhat versin. Amin, amin cümlemiz. Her şey kalbiniz, gönlünüzde olsun. Amin cümlemiz inşallah. Biz burada YouTube videosu çekiyoruz. Bunu da yayınlayabiliriz. Tabii, sıkıntı yok. Evet, süper. O zaman bir iki fikrinizi alacağım. Almadan da önce size şöyle güzel bir çiçeğimizi armağan ediyoruz. Çok teşekkür anneler ederim. Anneler gününüz için. Teşekkür ederim. Sizin anneler, yani annenizin anneler evet. Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Anne duydun mu? Bak buradan sana bol bol selamlar. Ellerinden öpüyoruz teyze. Evet, ellerinden öpüyoruz. İki sorum olacak. Buyurun. Anneler günü sizce her gün mü olmalı yoksa tek gün mü? Bir gün yani. Bence anneler günü her dakika olmalı. Çünkü anneler kutsaldır. Evet, aynen öyle. Cennet bile annelerin evet. Ayakları altındadır. Aynen öyle. Hazal Hanım, peki evlatlarınız kaç var? Yani biz iki tane çocuğum var. Evet, oğlum var 17 yaşında, kızım var. Ay maşallah. 15 yaşında. O zaman seni çok genç duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Kumpil evet. ısmarlayabilirim yani. Daha çok teşekkür ederim. Birazcık kilo alırsın. Teşekkür ederim. Sonra inşallah iş bittikten sonra yeriz biz. İnşallah. Ama aynen. Peki şöyle söyleyeyim. Buyurun. Kaç senesinde ilk anne olduğunuzda o duygu nasıldı? 2004. Dünyanın en güzel duygusu. En güzel duygusu. Ve, ve kucağınıza aldığınız zaman o zaman hayata olan bütün bakışınız. Evet. Görüşünüz, nefes alışınız bile değişiyor. Değil mi? Gerçekten de öyle mi? Gerçekten öyle. Benim rahmetli annem sağ olun. Rahmetli annem derdi ki bir bayan çocuk doğurduğu zaman artık annedir, o kadın değildir. Evet. Biz böyle büyüdük. Gerçekten yani anne bambaşka bir Vallahi şey. Vallahi şu tüylerim diken diken oldu. Allah herkese nasip etsin amin. Böyle güzel. Amin. Bir amin Hazal Hanım. Çok güzel sözler dediniz. Biz de tabii bu arada biraz duygusallaştık diyeyim. Ama evet arkadaşlar gençlere de buradan sesleniyoruz. Annelerinizin kıymetini bilin. Çünkü anneyi kaybettiğiniz zaman anlarsınız ne olduğunu. Ben annesini kaybetmiş bir anne olarak bunu söylüyorum. Gerçekten annelerin yeri evet, bambaşka. Dolmaz. Kimse dolduramaz aynen bunu. Öyle. O yüzden gençlerden özellikle bunu rica ediyorum. Annelerinizin kıymetini bilin. Hayattayken ama toprak altına girdiği zaman zaten sizi bir daha duymuyorum. Aynen.
Doğru, çok güzel. Yani bu güzel sözlerle de o zaman bir kapanışı yapalım diyeceğim. Yapmadan önce bu arada Erkan abiyi de aslında bir tanıyalım. Erkan abi sen burada çalışıyorsun. Erdoğan. Erdoğan abi çok pardon. Erdoğan abi. Erkan abi herhalde beni andı. Erdoğan abi. Efendim. Sence anneler günü nasıl olmalı? Ya annenin sütünü emdin her dakika annen iyi olacaktır. Kendisi senin annenin baba. Maşallah. Evet. Maşallah. Anne demek ne demek ya? Evet. Anne bence çok güzel bir şey demek. Ya sen ne de dünyaya getiren bir annedir. Sen bir kadındır ha dünyaya getir. Bütün anneler olacak. Bir yalnız benim annem değil yani. Evet. Dünyada aynen. Bütün anneler olacak. Çok doğru söylüyorsunuz. Annelerin günü. Peki değil. Erdoğan abi az önce Azal Hanım dedi sadece anne değil hem baba. Evet. Nasıl yani? Yani rol olarak kaç evlatlarınız var? İki tane. İki. Bir oğlum bir kız. Yok ikisi de olan. İkisi oğlu. Allah biri, başlasın. Biri 40'a yaklaştı. 37-38 yaşında. Şöyle bir şey var. Evet. Biri de 27 yaşında. Şimdi yok, o de... çocuklarım çok iyidir. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi erkekler genelde anneye düşkün olur ya. Normal. Yok onlar bana. Evet. Ama hani hiç annesini böyle aradılar mı? Veya ya, siz o hissiyatı verdiniz mi? Bazı yerlerde. Tabii canım ben çok istedim. Ben tam. Aydın dedik. Ben istedim ki annelere baksın. Annesine daha iyi olsunlar. Evet. Şimdi annenin verdiğini ben veremem ki ne. Doğru. Şimdi doğru. Annenin verdiğini ne kadar olursa olsun dünya senin de olsa annenin verdiğini bir baba veremez. Hiç. Bir zaman için. Çok güzel. Bunu unutmasınlar. Herkese burada kapatmak istiyorum. Herkesi burada annelerine sahip çıksınlar. Yani ben kim olursa olsun yani ayrıldım veyahut da şudur budur bir alakası yok onun. Herkesin annesinin kıymetini bilsinler. Evet çok güzel Erdoğan abi. Evet, Allah razı olsun güzel sözlerin için. Aslında çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hazal Hanım çok teşekkür ediyorum. Tekrardan anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Allah her şeyi kalbimize gönlümüze göre versin. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sağlıklı nice uzun yıllar evlatlarıyla beraber. Amin. 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 Bir de kapanışı şöyle yapıyoruz. Kapanış sözlerimiz bu. Yaman is the squat yazıyor burada. Ama ben ondan sonra Yaman is the squat ne? Yaman is the squat. Yaman is the good. Squat. Squat. Ha, aynen. Çok squat. Güzel. Tamam. Çok yazalım. Arada onları da yazalım. Yani. Ya İngilizce ne yapalım? İngilizce de bilmiyorum. Neyse. Canınız sağ olsun. O zaman 3'e kadar sayıyorum. Kameraya bakarak bunu söyleyeceğiz ikimiz de. Tamam, ben sana yardımcı olacağım. Sen bana yardımcı ol. Tamam, aynen. Oldu. O zaman 1-2-3 Yaman is the squat. Squat. Aynen, teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ankara'da çıkıyor. Yaman'da, Yaman kanalında abicim. Zaten şu an aynen YouTube'da çıkıyor. Arkadaşım sen de düzgün evet. Yaman is this was. Yaman is this squat. Yaman is this. Ama Yaman is this squat ne demek biliyor musun? Ne demek? Yaman is this squat şöyle demek. Takım. Bir manşaft, nasıl diyeyim, aile gibi bir şey. Anladım. Aynen. Erdoğan abi görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Hadi güle güle. Erdoğan abi. Efendim. Sen de bir Yaman is the squat diyele bakalım. Ya şimdi ben dilim dönmez ya. Oğlum ben dilim Yaman is the squat. Hemen. De sen de. Oğlum ne diyeyim? Yaman is the squat de. Yaman is the squat. Hah aynen böyle ne güzel işte ya. En güzeli. En güzelini Erdoğan abi söylüyor. Evet. Yaman. Erdoğan abi, sana o zaman kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet. Arkadaşlar, devamı parmaktan sonra. Ben Saadettin Teksoy. Görüşürüz. Aynen. Al bir tane. Teşekkür ettim. Hatta ben teşekkür ben. Ettim. Aynen. Görüşmek üzere Erdoğan abi. Gel burada. Evet. Arkadaşlar. Bayılar bayanlar, ladies and gentlemen, so ist das Leben. Das sind sehr schöne wahre Worte, was sie da alles gezählt haben. Und ist es wirklich so, Yaman ist es Gott. Yaman! Was ich halt sagen wollte, Mütter sind wirklich was Besonderes. Besonderes, Besonderes, Besonderes. Das sind Engels. Engel. Ja? Und man sagt es so auf Türkisch, es ist so ein Sprichwort, die Paradies liegt unter der Füße von Mütter. Ganz einfach. Ja? Man weiß das alles zu schätzen. Würdet ihr gerne kurz mitmachen und verschenke Rosen
Kömüte. Seid ihr Türkinnen? Darf ich Türkisch? O zaman süper. Aynen. Anneler gününüz başta bir kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Allah her şeyi kalbinize gönlünüze göre versin. YouTube'ayız biz. YouTube videoları yapıyoruz. Her annelere çiçek dağıtıyorum. Sonra çiçeği verdikten sonra da iki güzel sözler aldın mı süper olur. Yapmak ister misiniz? YouTube'a çıkacak. Sen güzel. İkiniz de, ikiniz de. Sen güzel sözleri sen söylüyorsun. Ben söyleyemem. Ama ikiniz de kamerada olsanız süper olur. Ay ben çıkmıyorum. Tam hazır güzel iki anne bulmuşken burada. Okey, o zaman başlayalım. Senden başla. Ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Hiç benlik değil, gerçekten değil. Ya bence şöyle iki cümleyle yaptığımız süper olur. Zaten çok sempatik bir annelersiniz. Hadi sana ondan dolayı. Sen elinden kamera zaten düşmüyor, tam senlik oldu. Ha, aynen, ben... az önce hatta bizi çekiyordun aynen, herhalde. Aynen dedim hatta, sen onları çık, onlar da seni çeksin dedim, sen geldin. Ha, aynen, demek ki kalp kalbe karşıymış. Oldu, o zaman başlayalım. Sen sorularını ona sor. Tamam, ama sen de yanında dur. Ben duracağım. Okey, yayındayız. Evet arkadaşlar, şimdi iki güzel bir anne daha. Yavaş yavaş sonlarına doğru geldik zaten. Önce bir tanıyalım anneleri. İsim? Adım Nermin. Nermin Hanım, çok memnun oldum. Filiz. Filiz Hanım, çok memnun oldum. Öncelikle anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Allah her şeyi kalbimize, gönlümüze göre versin. Amin. Sağlık, sıhhat versin. Amin. Evet. Kaç çocuğumuz var? İki oğlum, bir kızım var. Oy maşallah. İki oğlum, bir kızın. Evet. Yani üç. Evet. Siz? Üç. Üç maşallah. Bir kız, iki. İki kız, burada bir oğlan. Maşallah, Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. Ben size önce şuradan bir gülleri vereceğim. Zaten iki güzel bir gül bayan buradasınız ama biz size yine de şöyle yapalım. Bir gülümüz sizin için şöyle yapıyoruz Nermin Hanım. Evet, evet. Filiz Hanım yapalım. Bir gül de... Bir gül de şöyle size. Şöyle buyurun. Ben teşekkür ettim. Şimdi size iki bir soru soracağım. Sizce anneler günü her gün mü olmalı yoksa bir gün? Her gün. Her gün. Her gün olmalı. Neden? Annelerin hakkı ödenmez. Ödenmez. Doğru. Çünkü annelerin ayağının altında cennet vardır. Aynen. Evet. Peki şimdiye kadar evlatlarımızla hiç böyle bir herhangi bir sıkıntı, yani illaki hani ailelerde her şey olur da ama mutlu musun anne olmaya veya mutlu musunuz diyeyim? Tabii ki, mutlaka. Nasıl bir duygu anne olmak? Çok güzel bir duygu. Tarifi olmayan bir duygu. Tarifi olmayan bir duygu, evet. Peki dünyaya bir daha gelmiş olsak, bir daha anne olmak ister miydik? İsteriz, mutlaka. Mutlaka, evet, anne çok olmak güzel. İsteyen bence herkese Allah nasip etsin. Amin, amin, amin inşallah. Bu arada, bu arada tabii baba olmak isteyenler de. Evet. Aynen. Amin, Allah herkese yolunu versin. Amin. Peki gençlere veya insanlara buradan herhangi bir mesaj vermek ister misiniz? Annelere, özel, bütün annelere. Vallahi ben şunu söylemek şey isterdim. Önce aile, önce anne aile, baba. Tabii. Sonra diğerleri diyebilirim. Hani her şeyden önce anne baba. Her şeyden önce anne baba. Çünkü onlar hiçbir zaman olmayacak bir daha. Evet, doğru söylüyorsunuz Nermin Hanım. Gerçekten de. Yani az önce de bir anne vardı. O da çok güzel sözler etti falan da. Bazen biz burada duygusallaşıyoruz ama ona göre tabii şimdi video çektiğimiz zaman farklı şeyler olacak. Çok güzel sözler. Siz ne düşünüyorsunuz Filiz Hanım? Yani sağlıklı, mutlu. Evet. Huzurlu. Huzurlu. Evli, mutlu, çocuklu. Aynen. Aynen. Ben öyle, değil mi? Onun hesabı. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Biz bu videoyu yayınlayabiliriz. Yayınlayabilirsiniz. Oldu. Bir de rica etsem. Burada ne yazıyor? Yaman is this what? Diyebilir miyiz? Yaman is this what? Aynen süper. Siz Nermin Hanım? Yaman is this what? Bir daha. Yaman is the... Is the... Squat. Squat. Tamam. O zaman kameraya bakarak 3'e kadar sayacağım. Size hatta yardımcı da olacağım. Beraber söyleyeceğiz. Tamam. Aynen. Tamam. Kapanışı öyle yapacağız. Tamam, okey. Oldu. 1, 2, 3. Efendim? Hangi takım? Ben Cimbomluyum abi. Evet. Evet, onu da ben söylerim. Bitir işte söylerim Trabzon. Anneler günü her gün mü olmalı yoksa senede bir kere mi? Her gün, her gün. Her gün değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten bizim dinimizde öyle yani. Hani sonuçta anneler ayağının altında cennet. Aynen. Aynen. Politik. Sevgililer günü ona olsun. Ona bakarsan olsun. İki hafta sonra babalar günü var mesela. O da çok saçma biliyorum. Benim için hani babalar her zaman babadır. Aynen. Baba annenin yerini alamaz. Anne de babanın yerini alamaz. Ben manzak tümdaş vardı. Mutatak o fayanı şöyde. Lasunç man fayan diyor. Bu anı zaman mı mutatak? Zazitaos aynen öyle. Ama resmileştiriyorlar. Evet. Yapacak bir şey yok. Uyuyorsun. Evet. Ben bu sene gün
bahçesine döndüm. Ne güzel. Zaten iki güzel bir bayan. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Tabii. Şekeri alalım. İki hafta sonra inşallah. Evet. Videonun sonuna izle. Abi isim neydi? Osman Öner. Osman Öner. Tamam abi. Ben bir kıyaklık yapacağım. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam. Sağ olun siz de. Achtung da. Und okay, der andere Fenerbahçe. Ich bin Galata, nichts Fenerbahçe. Ich bin Gala, Galatasaray. Ja? Galatasaray. So, einen. Wir gucken mal jetzt. Aber nerede bakacağız? Bir tane anne, bir tane gül verelim birine. Bir tane gül verelim. Efendim? Straßeninterview son haftaya. Haftaya inşallah. Görüşürüz. So, liebe Freunde, wir sind jetzt am Ende. Wir wollen jetzt auch gleich mit meinem Bruder Repograf schön essen gehen. Und an der Stelle, Bruderherz, ich danke dir nochmal. Heute, wie immer, Repograf am Start. Vielen lieben Dank, Bruderherz. I love you, ich küsse dein Herz. Und ansonsten, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, supportet, liken, kommentieren. Gönnt uns und wenn nicht, ist auch egal, aber auf jeden Fall, wir werden immer größer, immer stärker. Vielen lieben Dank, ich danke euch für jeden Support von Einzelnen von euch, liebe Freunde. So, jetzt werden viele von euch auch fragen, hey, ja Mann, wann kommt diese Messe-Video? Hey, ja Mann, wann kommt diese Fußball-Challenge? Die werden alle kommen, liebe Freunde, einmal unter der Woche. Nicht vergessen, einmal unter der Woche, meistens immer sonntags oder montags veröffentlichen wir Videos. So, und genau. Sehr gut, ja, wir haben jetzt, ja, mal, ja, wie geht's euch? Ich will grad Outro machen. So, darf ich ganz kurz noch ein Outro machen? Yes. Alright. So, auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Servus, Bruder. Ich kenne die gar nicht. Alter, ich hasse das wirklich, ich hasse das. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben, Bruder, jetzt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich an jeden Mütter hier, die wir heute mitgemacht haben. Ihr seid was Besonderes. Alles Gute für Muttertag. Und heute haben wir das Muttertag-Video speziell für euch gemacht, liebe Mütter. Und an Jugendliche da draußen, schätzt eure Mütter ein. Mütter sind was Besonderes, so wie auch eigentlich Vater. Aber Mütter sind wirklich was ganz anderes, liebe Freunde. An der Stelle, Mama, ich wünsche dir auch alles Gute. Alles Gute für Muttertag. Und meine Schwester genauso. Alles Gute. Und viele von euch, die wo von Anfang an bei Jaman dabei sind, mein erstes Video war ja Muttertag-Video. Wie gesagt, vorhin wie auf dem Intro, wo ich es erwähnt habe, geht auf dieses Video, wer der Erste ist oder die, kriegt von mir 50 Euro Amazon-Gutschein. Damit kannst du vielleicht was Schönes an deine Mutter schenken, falls du noch nicht gemacht hast. Ganz einfach. Und an der Stelle würde ich sagen, Öner abi, genau, du hast uns vorhin angesprochen, ob ich das erwähnen darf, soll, mache ich gerne. Gratulation an Trabzonspor. Diejenigen, die Trabzon-Fans sind, die wissen Bescheid. Die sind dieses Jahr Meister geworden, aber seit gute 20 Jahren oder so. Keine Ahnung, sogar vielleicht länger. Aber ich gönne die. Die waren wirklich sau stark dieses Jahr. Trabzonspor, başarılar diliyorum. Öner abi, buradan da sana çok çok selam olsun. Aber Galatasaray her zaman, du weißt Bescheid, her zaman kraldır. Ja, Mann. Nächste. Auf jeden Fall, liebe Freunde, ich danke euch, ich liebe euch. Ich würde sagen, Bruder, ich habe Hunger, du hast Hunger. Heute ist Schluss, Feierabend. Wir sehen uns wieder nächste Woche, liebe Freunde. Und peace out. Ja, Mann, ist es gut. Jawohl. Ja, Mann?
Yaman is the squad. Yaman is the squad. Super. Yaman is the squad. Yaman is the squad. Perfect. Yaman is the squad. Squat. Aynen, teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yaman is the squat. Süper, çok çok teşekkür ediyorum.